Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer 11. Coding Challenge Lösung. Ich habe hier schon mal was vorbereitet und schon den ersten Fehler gemacht. Und zwar geht es dieses Mal darum, wir wollen validieren, ob Klammern korrekt gesetzt wurden. Das heißt, wir wollen überprüfen, ob hier jetzt zum Beispiel alle Klammern richtig sind oder vielleicht auch nicht. Hier wäre es richtig, hier wäre es logischerweise falsch. Richtig, falsch, falsch, falsch. Richtig, 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 falsch, falsch. Ja, und so weiter und so fort. Also ihr seht, was unser Ziel ist. Das Ganze ist aber irgendwie nicht ganz so schwer geworden, glaube ich zumindest, weil ja, man kann es eigentlich relativ simpel überprüfen. Und zwar wollen wir ja wirklich nur die Klammern überprüfen. Alles andere von der Gleichung interessiert uns überhaupt nicht. Und das macht das Ganze relativ cool. Ich habe hier schon mal alles soweit grob für euch vorbereitet. Allerdings habe ich scheinbar ein paar Sachen vergessen. Und zwar kriegen wir hier unsere Aufgabe mal wieder nicht als JSON, sondern als ganz normalen String über die Response vom Browser, und hier können wir dann sozusagen erstmal unsere Lösung reinschicken. So, alles, was wir jetzt machen müssen, fängt hier an. Und zwar will ich mit euch Folgendes machen. Wir definieren uns als erstes mal unsere Solution, das heißt, wir sagen erstmal, die Klammern sind korrekt gesetzt als true. So, und dann definieren wir uns noch eine Variable opened als 0. Das bezeichnet die Art oder die Anzahl an Klammern, die korrekt geöffnet oder die schon geöffnet wurden. So, und jetzt gehen wir einfach durch unsere Antwort durch. For i in response. Es ging dieses Mal auch wieder nicht wirklich um die Zeit, sondern eher darum, ob man es hinkriegt oder wie gut man es hinkriegt, sozusagen, wie elegant von mir aus auch. Und wir überprüfen, ist das Ding eine Klammer auf? Falls ja, wird natürlich opened um 1 erhöht, plus gleich 1. Wenn jetzt allerdings die Klammer geschlossen wird, if i gleich Klammer zu, dann wird opened um 1 verringert. So, und das ist eigentlich auch schon das Allerwichtigste. Jetzt, was wir dadurch erreichen, ist, wir zählen sozusagen, wie viele Klammern werden geöffnet, wie viele Klammern werden geschlossen. Wenn irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt von unserem String mehr Klammern geschlossen wurden als geöffnet wurden, kann man das nicht mehr wieder gut machen. Geöffnete Klammern kann man irgendwie immer noch am Ende wieder schließen, aber wenn irgendwann mal eine Klammer mehr geschlossen wurde als geöffnet wurde, dann haben wir schon versagt. Das heißt, wir können hier sagen, if opened kleiner 0 ist die Solution false. Und ganz am Ende, wenn wir fertig sind, was muss dann gelten? Naja, die Anzahl an geöffneten und geschlossenen Klammern muss genau 0 sein. Das heißt, wenn opened ungleich 0 ist, dann ist unsere Lösung auch false. So, hier gab es ein paar kleine Pitfalls oder Fallen sozusagen. Wenn wir nämlich hier am Anfang auf false setzen und dann hier auf false setzen, naja, dann müssen wir es hier trotzdem wieder auf true setzen. Sprich, wir müssen hier das Ganze ein bisschen anders coden. Deswegen habe ich das jetzt mal möglichst so gemacht. Und ja, hat eigentlich auch ganz gut soweit geklappt, glaube ich. Ich glaube, ich habe mich auch nirgends vertippt. Wir starten das Ganze einfach mal durch, 100 Mal, und gucken uns mal an. Ah, hier sehen wir unser Token immer, das will ich eigentlich gar nicht, ich möchte es direkt loslassen. So, wir sehen hier direkt immer die ganze Zeit Success, und das deutet doch darauf hin, dass wir eigentlich eine Lösung gefunden haben. Ich meine, 100 Mal ist zwar auch nicht immer, aber es sieht zumindest sinnvoll aus. Und ja, das war eigentlich eine relativ einfache Aufgabe, wenn man so im Nachhinein drüber nachdenkt. Aber ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich drauf gekommen bin. Deswegen dachte ich mir, ist vielleicht auch trotzdem eine coole Aufgabe für euch. Und ja, wir hören uns dann schon wieder beim nächsten Mal. Das war dieses Mal ein kurzes Video. Ihr seht, die sind wirklich sehr, sehr unterschiedlich lang. Falls ihr irgendwie eine besondere andere Lösung habt oder sowas, die ihr mit mir teilen wollt, könnt ihr das natürlich sehr, sehr gerne tun. Andere Sprache oder andere Schreibweise oder einfach vielleicht intelligenter oder sowas, könnt ihr das natürlich immer sehr, sehr gerne tun. Und ja, das war's von meiner Seite, wie gesagt. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.